stimmt, Rietschel, das war eine lange Saison. Zum Ende gab es jetzt nochmal eine derbe Niederlage gegen Energie Cottbus. Trotzdem können Sie sicherlich drüber schmunzeln. Nicht wirklich. Also, ich sag mal, 17-1 ist. Es ist schlecht, ich bin enttäuscht. Wirklich enttäuscht. Gerade von der zweiten Halbzeit, so wie wir gespielt haben. Ich glaube, wir waren zweimal in der Mittellinie. Haben wir überhaupt einen Ball über der Mittellinie? Ich weiß es nicht. Es ist eine lange Saison gewesen, überhaupt keine Frage. Und dass wir verlieren werden, war uns, denke ich, von vornherein klar gewesen. Und das mit dem Sieg, das war schon ein bisschen oder sehr spaßig gemeint. Aber ich glaube, meine Jungs haben vergessen, dass Energie sich in der Vorbereitung befindet und man da einiges mehr tun muss als gegen eine Mannschaft, so wie es Dynamo war, die dann schon im Abgesang war. Ich glaube, da war so ein bisschen Kopfproblem und ich erwarte einfach auch von meinen Spielern, wenn man sagt, wir wollen ja uns ordentlich verkaufen und der eine oder andere ist dann nicht wirklich auf der Platte, dann, dass sie dann auch sagen, hier Trainer, das funktioniert nicht, ich will nicht, ich bin platt, ich kann nicht und nicht dann sich einfach so ergibt. Das ist das, was mich total ärgert. Ob ich nur hier, weiß ich nicht, 7-1, 8-1 verliere, das wäre nicht das Problem gewesen. Ein Tor wollten wir schießen, das haben wir natürlich gemacht. Aber mit 17 zum Schluss, nee. Sie als Trainer schauen sicherlich auch ein bisschen auf den Gegner und haben schon gesagt, Energie in der Vorbereitung. Haben Sie gemerkt, dass da schon richtig Zug drin ist? Na sicherlich. Ich meine, wir haben ja nur schon begonnen, das zweite Spiel gemacht. Ich habe nicht gedacht, dass wir schlechter abschneiden als Union Frankfurt, aber es ist nun mal so. Und ich sag mal, wenn man halt nicht zu 100% konzentriert in so eine Aufgabe reingeht, dann verliert man eben ganz schnell das Spiel und halt auch sicherlich in der Mannschaft eine gewisse Motivation. Und dass das einfach eine Kopfsache ist, hat man heute gesehen und so lässt sich nicht Fußball spielen, egal ob der Gegner jetzt 3, 4 oder 5 Klassen höher spielt. Wenn ich in so einem Spiel bin, was eigentlich Spaß machen soll und wo das ein gewisser Höhepunkt eigentlich auch ist für jeden Einzelnen, weil unsere Jungs spielen nicht so oft vor, ich sag jetzt mal, 700 Zuschauern, wie wir heute hier hatten, dann erwarte ich ganz einfach, dass man da auch mit einem anderen Engagement rangeht und sich da besser präsentiert als Verein. Nun kann man sagen, der dreht an der Uhr und trotzdem, mich ärgert sowas. Mich ärgert sowas maßlos. Ich weiß, dass das die Jungs sicherlich nicht mit Absicht machen, aber ich hätte mir ganz einfach mehr Motivation und mehr Einsatz und mehr Leidenschaft gewünscht, vornehmlich in der zweiten Halbzeit. So kann man sich nicht präsentieren. Sie gehen jetzt in die Sommerpause mit Ihrer Mannschaft, die ist gar nicht so lang, die Pause. Denken Sie schon ein bisschen an die kommende Saison in der Landesliga und welche Ziele haben Sie denn gesteckt? Ich denke momentan überhaupt noch nicht an die Landesliga-Saison. Wir haben, wie gesagt, Sonntag das letzte Punktspiel gehabt. Ich verstehe auch unseren Landesverband nicht. Das muss ich ganz eindeutig sagen. Wir haben nicht mal 3 Wochen Pause. Dann habe ich 4 Wochen Vorbereitung bis zum Pokalspiel, 5 bis zum Punktspiel. Wir könnten das ganz anders darstellen. Wir könnten eher anfangen im Februar. Was haben wir denn für Witterung? Es liegt doch kaum Schnee. Gut, dieses Jahr war es ein bisschen anders gewesen. Aber grundsätzlich, wir können durchaus mal, weiß ich nicht, am Ostern einen Spieltag machen oder weiß ich nicht, am Karfreitag geht ja nicht, aber Ostersamstag einen Spieltag machen. Da hat man nochmal noch einen Sonntag und Montag. Da muss man sich was einfallen lassen. Schlussendlich, Berlin ist schon, glaube ich, 3 Wochen fertig. Wir rücken hier immer noch rum und fangen am 15. Juli wieder eine Vorbereitung an. Das sind 2,5 Wochen, 2-3 Viertel Wochen, die ich habe oder wo sich die Jungs erholen können. Und dann geht es ganz einfach wieder los. In der Zeit können nicht alle Urlaub nehmen. Die müssen sich dann irgendwann an der Vorbereitung in den Urlaub nehmen. Dann hast du wieder, weiß ich nicht, 5 Leute zu wenig da. Also das hat alles nichts mit Struktur zu tun. Und da finde ich, ist der FLB ganz einfach für mich in der Pflicht oder der NOV für mich in der Pflicht, das so zu gestalten, dass man als Amateurmannschaft halt da auch, sag ich mal, mindestens 4 Wochen Pause hat, weil alles andere ist nicht zielführend. Und wie gesagt, wenn ich nach einem richtigen Trainingsplan gehen würde, ich finde, 6 Wochen Vorbereitung im Sommer sollten einfach sein. So, und wenn ich 6 Wochen Vorbereitung mache, haben sie 1,5 Wochen Urlaub. Das ist doch ein Witz. Also das funktioniert nicht. Und deswegen habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, um auf die Frage nochmal zurückzukommen. Sicherlich, wir haben in den letzten Jahren immer in der oberen Tabellenhälfte mitgespielt. Wir waren oftmals 3., 4., 5. Ich denke, das ist auch die Position, die wir auch für die neue Saison angehen werden. Ja. Haben viele junge Leute, die wir aus unserem eigenen Nachwuchs rekrutieren. Das ist unsere Aufgabe, das ist unser Maßstab. Anders können wir nicht und anders wollen wir auch nicht Fußball spielen.
Und ich denke, unsere Jungspieler, die wir in den letzten Jahren integriert haben, die tragen ja unsere Mannschaft mittlerweile. Und ich finde, das ist beachtenswert. Unsere Nachwuchsarbeit finde ich beachtenswert. Und von daher, ob wir nun irgendwann vielleicht mal in die Brandenburg-Liga aufsteigen oder nicht, ich denke, das ist für mich nicht die Frage. Für mich die Frage ist ganz einfach, oder das Ziel ist, dass wir unsere jungen Leute so integrieren, dass die zu ordentlichen Jungs heranreifen, die in der Mannschaftssportart Respekt geprägt, durch Mannschaftssport Respekt geprägt kriegen. Meine Fresse. Und dass man den Jungs auch halt irgendwas fürs Leben mitgeben kann. Das ist unsere Aufgabe. Das wollen wir, das tun wir. Natürlich wollen wir auch erfolgreich Fußball spielen, aber wir werden mit Sicherheit nicht diese Dinge treiben, dass wir irgendwo hier Geld in die Hand nehmen, um uns irgendwelche Spieler ranzuholen, um dann irgendwo kurzfristig Erfolg zu haben. Wenn wir Erfolg haben, soll er langfristig sein, dann soll er aus unserer eigenen Jugend kommen. Und das kann nur unser Weg und unser Ziel sein. Vielen Dank. Jetzt haben wir